So, da. Ja, wir sind hier heute bei einer Führung im Limonenkeller. Lost Places sind Teil 21, der zweite Stollen in diesem Format. Ja, hier kommt man nur herein mit Führung, die 17 Euro pro Person kostet. Ich glaube, jetzt sogar 19 seit 2023. Ja, und in einer 20er-Gruppe geht man da durch den 14 Kilometer langen Stollen, der 1944 zu Ende gestellt worden ist und inmitten des Zweiten Weltkrieges für Frauen und Kinder und insgesamt für 3000 Personen als Schutz gedient hat. Ja, und insgesamt sind hier 12 Millionen Ziegel verbaut worden. So, da, wir befinden uns jetzt 14 Meter unter der Erde, Handyempfang gleich null, was für ein Wunder, da sind alte Stromleitungen und wir befinden uns jetzt im nicht öffentlichen Teil, wo früher die ganzen Büros waren. Also die Führung finde ich an sich super, nur der einzige Nachteil ist, dass man da irrsinnig schnell durchrennt und man will ja doch Videos oder Fotos machen, so wie ich, und dann sehr wenig von der Theorie mitkriegt. Deshalb ist es ein wenig Schaß, aber so viel habe ich jetzt mitgekriegt, dass da die Büros waren. So, der ganze Schimmel an der Wand, das muss gesund sein. Da arbeiten. Lüftungsröhren und der Hauptgang des Stollens, also es gibt da sehr viele Nebengänge, aber der Hauptgang ist immer beleuchtet. Da bei den Häusern. Ah, jetzt im Video sieht man schlecht, aber das sind so LED-Pfeile, dass man ohne Taschenlampen weiß, wo man hingeht. Das ist ganz finster. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, so ein Unterschied zum Rodelstollen ist eigentlich gar nicht. Also man sieht auch lauter Stromkästen, Rählen, ein wenig ein Mist umeinander liegen. Wahrscheinlich von der Größe, der ist auch in Sektoren unterteilt. Ich weiß zwar nicht, in wie vielen. Aber er schaut relativ sauber aus. Servus, meine Seele. So, und was ich noch vergessen habe zu sagen, also so eine Führung, die ist meistens einmal im Monat, das könnt ihr aber auf der Webseite schauen, eigentlich immer Samstag, so um 4 und eine um 6 Uhr. Jo.
Und sonst halt im Zweiten Weltkrieg hat es da wöchentlich sehr viele Bombenalarme gegeben. Darum sind da die Leute sehr viel hierher geflüchtet, haben aber da auch gleichzeitig sehr viel gearbeitet und sehr wenig zu essen bekommen. Also das waren schon sehr wahnsinnige und prägende Zeiten im Zweiten Weltkrieg. Also so eine Zeit, wie wir heutzutage nicht mehr zurückkommen, und die kann man sich auch heutzutage gar nicht mehr vorstellen. So, da meine lieben Freunde der Sonne, das waren jetzt wieder mehr Fotos in einem Video als Videos. Ja, ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Alles habe ich nicht aufgekriegt, aber man muss jetzt an die Führungsregeln halten. Aber sonst war es ganz schön, der zweite Stollen von den Lost Places in der Serie. Und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal. So, das war wohl auch noch umsehen. Wiederschauen, wiederhören.